Alrighty, sehr liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum Gaming Tuesday mit mir, dem Basti. Wir spielen dann gleich ein bisschen Ranked Rocket League. Ich überlege noch, was ich hier gerade suche. Ich werde mal das beides nehmen. Und haben auch ein kleines Thema. Wir möchten nämlich nachträglich, oder ich möchte nachträglich Rocket League alles Gute zum ersten Geburtstag wünschen. Ja, vor ein paar Tagen ist das kleine Baby Rocket League ein Jahr alt geworden und kann auf ein relativ erfolgreiches Jahr zurückblicken. Man muss ja echt überlegen, was haben die gemacht, dass das so erfolgreich werden konnte. Und da war natürlich der Start ganz gut, dass es auf PlayStation 4 damals kostenfrei war. Das Game wurde gehypt, der Hype hat sich auch eine Zeit lang gehalten. Und ja, sie haben rechtzeitig halt immer wieder neue Sachen gebracht, viele Inhalte, haben dabei auch ganz gut verdient, weil die DLCs halt zwar viel waren, aber relativ günstig. Und vor allen Dingen haben sie den kompetitiven Modus dann rechtzeitig eingeführt und verbessert. Das sind so alles Faktoren, warum man echt wirklich sagen kann, Rocket League ist da sehr erfolgreich unterwegs. Zuletzt gab es ja hier die Championships, den größten kompetitiven Wettbewerb von Europa und Amerika zu Rocket League. Und das Finale haben sich auf Twitch auch zum Teil über 20.000 Leute angeguckt. Also das ist zwar nicht so krass wie bei den Top Games auf Twitch, aber unter der Voraussetzung, wie das Game entstanden ist, wirklich Chapeau an Psyonix. Hat er den? Ja, nice. Der Nachschuss jetzt, den hätte keiner gehalten. Komm, schieß. Ah, fuck. Schade. Ja, und mich ärgert halt. Ich bin kein schlechter Spieler, aber ich bin auch nicht so gut, um in diesem kompetitiven Modus mitzuspielen und zu bestehen. Leider, ich spiele auch meistens immer nur für mich, Public. Aber schau mir die Games ganz gerne an, da gibt es ja richtig... Oh. Oh, fuck, das war... Scheiße, die Drehung war mies. Weg da. Da hätte man mehr draus machen können, das war perfekt gewesen. Ja, und das Game an sich ist ja auch noch nicht ausgeschöpft. Also, es ist ja wirklich so, dass da noch viele Sachen kommen können. Die haben ja jetzt erst angefangen mit den neuen Arenen, also mit der neuen Arena, die mal auch im Ranked gespielt wird, die man hin und wieder auch sieht. Ja, sie haben zum Geburtstag dann auch einen kleinen Patch rausgehauen, so ein Bugfix-Patch, ne? Da geht es zum Beispiel um einen Bug, dass man als Zuschauer die Namen manchmal nicht gesehen hat. Das wurde in diesem Patch-Note eingeführt. Oh, der ist gut, der ist gut, der könnte gehen. Ja, Golasso! Dankeschön. Dann gab es, bei Neo Tokyo, bei der Map, so ein Bouncing-Problem. Da gab es mehrere. Im Patch 1.21 wurde der, 1.20 wurde der noch nicht gefixt. Der ist jetzt quasi gefixt worden. Ich konnte es praktisch noch nicht sehen. Ob das zumindest der ist, den ich gesehen habe. Aber ja, die sind da dran auf jeden Fall. Das ist auch so ein Thema. Die sind echt dran mit ihren Updates. Die hören auf die Community. Das ist schon ziemlich nice. Ja, einige Farben bei den Items haben nicht ganz funktioniert. Das wurde jetzt behoben. Dann haben wir den Herzenboost, ja, der hat wohl audiotechnisch Probleme gemacht, den Bug hatte ich nicht, also der ist nicht angeblieben bei mir, der Ton, aber anscheinend gab es dann einen Bug und der wurde behoben. Ah, schade. Und fixes the pressure related to viewing old replays in Dunkhouse. Okay, wenn man sich Replays da bei dem Basketball-Modus angeschaut hat, gab es da wohl Crashes. Ja, wunderbar, hier hat keiner gedefft, sehr gut. Ja, ein kleiner Bugfix. Was wird noch kommen? Ja, auf jeden Fall kommen die neuen Cars. Die sind ja bisher nur in der Limited Edition. In der Collectors Edition vorhanden. Das war schlecht von mir. Die kommen dann irgendwann offiziell auch auf allen Plattformen als DLC. Im Juli, glaube ich, noch. Ansonsten gibt es jetzt erstmal nur Gerüchte. Keine großartigen Sagen. Wenn es dann wieder ein richtiges Update gibt. Das letzte war ja ziemlich groß. Dann bin ich natürlich auch wieder dabei. Oh, schöner Schuss. Da war ich zu langsam. Oh, jetzt komm. Oh, pass. Jawohl, der ist drin. Nein, er hält. Fuck. Aber great pass. Das war ein great pass. Ja, und der Safe war auch nicht so schlecht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen höher schießen können. Oh nein, ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Jetzt passe ich selber, aber der Gegner hat das zum Glück nicht gerochen. Fällig. Ich weiß nicht, der eine, der spielt sehr passiv. Geht er rein? Nein, der geht nicht. Holt er sich den selbst? Jetzt, ja! Oh, wieder ein Save. Der eine steht nur hinten. Nice, das liebe ich ja. Gibt ein paar Sachen, die mich an Rocket League stören.
Aber das ist jetzt nicht das Thema hier in dem Video. Das kommt dann vielleicht im nächsten Part. Hat er den? Ja. Ja, der andere steht nur hinten im Tor. Jetzt kann er sich bewähren. Er springt vorbei, läuft. Oh, ich habe den Boost verpasst. Shit. Ich verpasse im Moment echt auch viele Boosts jedes Mal. Fahre ich da an den Eckboost vorbei oder so, das nervt. So, spannend. 1-1, eine Minute noch. Mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, warum Rocket League so, ja, erfolgreich vonstatten gegangen ist, könnt ihr das ja auch mal in den Kommentaren reinschreiben. Ja! Golasso! Ja, da hat der Gegner einfach mal nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nicht erst passen, er ist aber so nah an mir dran gewesen, dass ich dachte, okay, ich lege mir selber vor. Ja, einer hat nicht aufgepasst oder zwei haben nicht aufgepasst, da geht er dann halt rein. Läuft bei mir. 52 Sekunden noch. Ich könnte Spieler des Spiels hier werden. Was ist das eigentlich? Okay, das ist Solo-Standard. Ah, der war nicht schlecht. Nein, ich treffe ihn nicht. Shit. Hätte ich kriegen müssen. Dann wäre der reingegangen. Aber sieht gut aus. Ihr habt ein gutes Gefühl jetzt gerade hier. Was macht er? Nimmt er den. Na. Shit. Schlecht vorgelegt. Ja. Er springt wieder vorbei, unser Torwart, Alter. Der ist so lame! So ein Fail, Mann! Kann er mal einen Ball treffen? Sorry for Rage, aber es ist halt echt so. Guck dir es an. Der steht nur hinten die ganze Zeit. Dann springt er an jedem Ball vorbei. 2-2. Wird also wieder Overtime werden, wahrscheinlich wie immer. Ich kann froh sein, wenn ich das Game gewinne. Der andere, der CEO, der macht eigentlich, das sieht ganz gut aus. Geblockt, aber leider kommt er noch. Trint, ja, der fährt's. Oh. Oh. Schade. Oh, schöner Pass! Nice! Das war richtig gut. Solche Pässe sind sehr schön scharf vor dem Tor lang. Das sah auch erst gar nicht so danach aus, dass der so kommt. Okay, so scharf war er gar nicht. Aber auch deren Torwart macht halt alles falsch, was man falsch machen kann. Naja. Solange die Gegner einen Fehler mehr machen als meine Mates. Oder mein Mate in dem Falle. Der andere macht ja eigentlich keine Fehler. Zumindest noch nicht aufgefallen. Alter, er springt wieder vorbei. Dieser Trint. Das ist so nice. So, jetzt komm nochmal. Achso, der ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Also, sehr erfolgreich. Ich habe einiges gesagt. Achso, ich habe gar nicht gesagt, Rocket League in dem letzten Jahr ist ja auch das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Ich habe, also ich glaube, auf Steam über 2000 Stunden. Wobei das auch nicht so ganz hinhaut. Ich sag mal, ungefähr ein Drittel davon war das Game einfach nur an. Ich habe nicht gespielt. Trotzdem werde ich das noch viel weiterspielen. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen besser über die Zeit. Schön wäre es auf jeden Fall. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, haut rein, macht das, tschüss, Servus und euer Basti. Warum habe ich und gesagt?